Guten Morgen, Kaffee. Heute wird der Keller geräumt. Da ist immer wieder Zeug drin gekommen. Das wurde immer in so eine Abstellkammer sozusagen gepackt. Das wird heute mal entrümpelt. Letztes Mal, wo ich das gemacht habe, glaube ich, ein Jahr her. Unterwegs im Monster. Das ist ein Auto. Ja, wann kommt er denn? Der gute Hans. Dennis, du bist jetzt gefilmt. Habe ich deine Erlaubnis? Bin's wohl. Ja, jetzt kommt doch noch der Wolfgang. Hab jetzt keine Zeit, wo ich mal zum Arzt. Na schön, was rufst du denn? Machst du hier ein Wichtchen, ja? Und dann? Nee. Ach, da ist er ja. Hallo, Mensch, Wolle. Prost, wieso was? Zum Arzt. Ah, jetzt kommt der Verpackungsmüll. Naja, orange Verpackungsmüll halt, die muss aus. Moin! Stellt doch eine Wohnung. Da sah ich mir aber, ich habe eine Zweiraumwohnung und habe einen 5-Personen-Haushalt. Ja. Eine Zweiraumwohnung, 5-Personen-Haushalt und soll noch einen Kinderwagen da drin parken. Naja, ich meine, wir haben 5-Personen-Haushalt, da muss ein bisschen was drinstehen. Leon und wir sind zu einem 7-Personen-Haushalt. Ja, eigentlich zählst du schon fast mit. Ja. Der Dennis ist ja immer mit dabei. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann stand doch tatsächlich ohne Scheiß, da standen diese 1, 2, 3 Wegen, ja, unser ja auch, als letzter. Und dann stand noch der vierte und ohne Scheiß, ich weiß ja, wer es war. Ich weiß, wer es war. Wer denn? Eigentlich. Ja. Aber ich weiß, wer es war. Und dann stand ja noch dieser vierte, war so ein schmaler Kinderwagen halt so, ne, zum Schieben. Der war nicht von uns. Der war nicht von uns. Stand quasi, wenn du die Tür aufgemacht hast, also der muss eh nach hinten gegangen sein, dann kommt der rein, aber knapp. Und hat den Wagen denn in den Weg geschoben. Ja, geil. Also nach mir diesen Flug, oder? Nee, einfach nur zum Provozieren. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja gut, alles klar, ich meine, das ist ja ein eindeutiges Zeichen. Ja, Kinder wegen stören und bla bla bla. Gut, okay, mach ich weg. Was soll das? Eigentlich im Grunde genommen muss man den auf dem Hof. Nee, alle auf dem Hof muss man diese Begrenzung machen von den Dingen. Da muss man diesen Fahrradunterstand bauen. Ja. Und dann haben alle ihre Wegen hinten auf dem Hof zu parken. Also, fertig. Als Projekt für dieses Jahr muss das gemacht werden. Dieses Jahr muss das gemacht werden. Darf ich mir einmal die Pumpe ausleihen? Wie schön, hier ist es. Du musst den Hebel in die richtige Richtung machen. Anleitungsvideo, Tutorial. Ja. Tutorial. Lotto. Sie haben ein Autoventil, dann sehen Sie hier, wie der Reifen aufgepumpt wird. Ich bin also richtig bescheuert mit so einer ollen Stimme auch. Ja. Geht schon wieder los. There is something wrong. Guck mal hier mit Riemenantrieb. Sag mal, wie kommst du denn mit dem kleinen Kettenblatt da vorne klar? Kann man damit schnell fahren? Da ist so ein Piniengetriebe vorne drin. Ach, da ist vorne ein Getriebe drin. Ja, so ein 18-Gang-Getriebe. Ach so, also die Achse. Ist kein E-Motor? Richtig. Sondern ein Getriebe? Ja. Ah, es ist kein Elektrobike. Richtig. Ja, gut. Jetzt wollte ich dir gerade Faulheit unterstellen, Entschuldigung. Nee, ist ganz cool das Teil. Also, vor allem das Coole ist, die Gänge sind halt immer so genau 11% im Abstand. Hm. Immer eine relativ hohe Entfaltung, die man natürlich in Berlin nicht braucht, aber ist. Macht Spaß. Ja, schön. Kannst du halt auch woanders nutzen, ist da oben mal was. Ja. Und ist es Automatik oder? Nee, du musst schon schalten. Und ist auch nicht so dynamisch wie die Kettenschaltung, also man darf nicht unter Last schalten, man muss immer so im Totpunkt. Kuppeln. Ja. Naja, da ist ja ein Getriebe, in dem Sinn ist es ja richtig Getriebe, musst du halt entlasten, kuppeln, auskuppeln. Ja, ist ja ein Ding. Ja, aber dafür ist halt extrem wartungsarm, also man muss halt nichts ölen oder irgendwas. Und dann nochmal jetzt zum Preis. Wartungsarm kostet wie viel? Warten ist mit Sicherheit billiger. Ich habe das über das Dienstrating bekommen, was jetzt glaube ich 3.700 oder so. Ja, ist es. Und ich glaube, 10% davon sind die Leute hier gewillt auszugeben für ein funktionierendes Fahrrad. Also 370. Ja, so, das ist 10%, ja. Ja, also für Neurad. Für Neurad. Also ich denke mal, was kostet? Kannst du quasi 10 Räder kaufen. Ja, aber also der Vorteil ist ja, dass du am Ende das Rad für 10%
des Neupreises übernehmen kannst. Ach, 370 Euro. Na bitte. Genau. Schön, na macht das. Ja. Aber da hat das Finanzamt jetzt einen Strich durchgemacht, weil die gesagt haben, das Rad ist am Ende mehr als 10% wert, sondern mindestens 40%. Mhm. Und dann lohnt es sich nicht mehr so ganz, wenn man mit diesem UVP rechnet. Aber muss man den Leasing-Endbetrag nicht rechnen anhand der Leasing-Laufzeit? Muss man das nicht, sind die nicht gesetzlich dazu verpflichtet? Tatsächlich, wenn du so und so viel Leasingrate bezahlt hast, ist das Rad im Grunde genommen ja fast bezahlt und sie können nur noch 10% nehmen, vielleicht 20%? Ja, das hatten die zumindest so angenommen, aber das hat das Finanzamt dann nach. Ist ja ein Ding, guck mal, weil sie wir Geld verdienen wollen. Was ja. Für Idioten, ey. Ja, was für Steine. Das ist ja unglaublich. Naja. Ja, schade, also musst du weiterhin Leasingrate zahlen. Oder du ja nicht, sondern deine Firma. Genau. Sehr schön. Ja. Was ist das für eine Firma, für die du arbeitest, die so großzügig ist, Leasingraten für sowas zu bezahlen? Software-Agentur. Oh ja, klar. Ja. Naja. Okay, danke für die Luft. Ja, bitte. Gerne. Danke für die Info. Ciao, ciao. Schönen Tag. Hause. Ich meine, bei dem Betrag lohnt sich ja Leasing. Ja. Das lohnt sich ja nicht kaufen. Und 10% natürlich am Ende der Leasinglaufzeit nach 2 Jahren vielleicht ist ja. Das ist natürlich sehr geil. Also. Hätte ich das alle gekauft. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Jetzt zeig mir heute Morgen Gedanken gemacht, wenn ich diese Sendelizenz beantrage. Mhm. Und offiziell als Sender fungiere, dann hat das ja aber auch einen Vorteil eigentlich. Kriegst du einen Presseausweis. Ganz genau, das ist das. Ja, und ein Presseausweis, das ist das nämlich, weil den kriegst du nämlich normalerweise ja nicht so. Den kannst du ja ihn kaufen, kannst du ja ihn aus dem Internet ausdrucken, ja, ja, oder was weiß ich. Aber du musst den ja tatsächlich beantragen und du musst ja dafür irgendeine Tätigkeit nachweisen. Ja. Mit einer Sendelizenz, ja, ist das ja automatisch gegeben. Kriegst einen Presseausweis, kannst überall hinrufen damit, kannst quasi zur BSR gehen und eine Dokumentation drehen. Kannst überall hin. Ist total geil. S-Bahn, U-Bahn, Autobahn. Das sind Bilder von Prominenten. Von Angela Merkel. Ja, die sich gerade unten rumwischt. Dennis, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Und als Sendeanstalt, als Mitarbeiter einer Sendeanstalt, naja, braucht man natürlich auch einen Presseausweis. Du bist ja Eigentümer und Angestellter. Denn. Ich bin total der Genius. Ich müsste den goldenen Presseausweis kriegen. Eigentümer, Angestellter, Kameramann, Ton, Licht, Requisite und Maskenbilder in einem. Guck doch noch mal durch und sag doch mal, was wir guck doch mal durch. Was wir vorräumen können. Oh, Wein. Zu verschenken. Ja, kannst du mal draußen. Einfach zwei brauchen. Tschüss. Ja, also diesen Schwan. Alle weg. Gut, ich komme dann bis zur Großen wieder. Ja, alles klar. Gut, wir fangen an. Bis gleich. Dennis, wir fangen an. Tschüss. So, fertig mit rausmachen sind wir. Ist ja doch ein bisschen was geworden. Der Wolfgang guckt zu, der kontrolliert. Moin. Morgen. Ja, genau.
Mal gucken, wie voll das wird. Das heißt, ich kann jetzt also mit einem schönen Gruß an die BSR sagen, Hausbesitzer fährt in Dreckklamotten Mülllaster. Ja, zur BSR. Wir fahren jetzt übrigens zur BSR und entsorgen dort. Vielleicht treffen wir die Kollegen da, die gerade ihre volle Mülltonne entsorgen. Die fahren nämlich auch dahin. Zu dem Hof. Ja. Ich glaube, du musst über die Waage fahren. Das ist dann nicht der erste Eingang, sondern der zweite. Trotzdem hier erstmal rein und mal fragen. Wie ist das oder glaubst du das? Ich weiß es. Du weißt. Ja, weil das kriegst. Jetzt machen wir die Kamera aus, weil wir fahren auf dem BSR-Hof und die BSR will bekanntlicherweise intim bleiben. Alle schämen sich dafür, dass Orangestrahlen. Da kommen sie. Am Ende sind sie nicht um. Das wäre der, wär der absolute Hammer. Ja, natürlich, aber sie grundzufrieden sehen die Jungs aus, ja? Wenn sie da drin sitzen, so völlig so relaxed. Warm, ja. Oh, muckelig. Spazieren fahren durch die Stadt und dafür bezahlt werden. So, Achtung, Privatbesitz, ab. Was? Ach so. Das ist ja unglaublich. So, sind wir nochmal gespannt. Wie viel jetzt gewesen ist. Wie viel jetzt gewesen ist. Ah, Gewicht ist doch nicht zu unterschätzen. Aber. Ja, wie viel war denn jetzt überhaupt? So, schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Tommy, ja? Mach mal Räuberleiter bitte. Wieso ein Dittel? Oh. Jetzt sollst du mal gucken. Guck mal, wie sehen, wie ich angehalten habe. 680 Kilo. Boah. Ja, alles geschafft, ist doch schön, freue mich. Könnte sogar sein, dass es das für heute war. Sag mal bis später oder bis morgen. Ciao.